Wie versprochen, habe ich euch noch ein Würfelset mitgebracht. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest ein paar von euch gern mal ein Pen and Paper spielen. Zum Beispiel, was haben wir denn? Dungeons and Dragons oder Midgard. Ich glaube, das sind so die gängigen Sachen in Deutschland. Und dafür braucht man natürlich immer Würfel. Zum einen, um den Charakter zu formen, um Aktionen auszuführen, um zu kämpfen. Und genau dafür haben wir jetzt 4 neue Würfelsets bei uns im Shop. Die werde ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar haben wir da von allen wichtigen Würfeln jeweils einen. Und zwar haben wir, so jetzt muss ich erst einmal gucken, haben wir hier den W4. Der ist auch ein bisschen spitz, da muss man aufpassen, sich nicht zu pieken. So, dann hier Standard den W6, wie wir ihn alle zu Hause aus dem Monopoly kennen. So, dann lasst mich einmal gucken. Haben wir hier den W8. Dann noch den, wo haben wir es denn? Den W10. Die sind so schön gemacht. Die sind alle aus, lass mich schauen, aus einer galvanisierten Zinklegierung. Und die liegen halt richtig und sind halt aus Metall. Die sind richtig schön schwer und liegen mega gut in der Hand. Wenn ich das mal so sagen darf. So, dann haben wir noch den W12. Der aussieht wie ein kleiner Fußball. So, dann noch den W20. Und natürlich ganz wichtig auch noch den W100. Und ja, je nach Pen and Paper oder Rollenspiel, wie auch immer ihr das nennen möchtet, ich sage dazu immer Pen and Paper, je nachdem, was für ein Spieler spielt, gibt es eben verschiedene Arten, wie ihr die Aktion auswürfelt. Wir haben natürlich, ich glaube, es gibt das D20-System oder auch GURPS, habe ich gelesen, so nennt man das. Und ja, für diese verschiedenen Systeme braucht man natürlich auch verschiedene Würfel. Und das ist jetzt die Version schwarz mit kupferfarbenem Rand. Und wir haben insgesamt 4 verschiedene Sets. Ich packe die anderen jetzt nicht alle aus. Die sind nämlich auch nochmal jeder Würfel einzeln so eingetütet. Aber ich zeige die euch noch einmal so. Dann haben wir hier den schwarzen Würfel mit silbernem Rand. Finde ich auch sehr schön. So, ein bisschen sortieren hier. Dann, die sehen auch ganz edel aus. So, haben wir hier auch noch die schwarzen mit goldenem Rand. Die sind richtig, richtig schick. Und dann haben wir hier auch noch weiße Würfel. So, haben wir noch weiße Würfel, ebenfalls mit einem silbernen Rand. Geht das, sieht man es vielleicht besser, wenn ich etwas weiter weghalte? Ja, die sehen so modern aus. Richtig, richtig geil. Finde die richtig heiß. Ich glaube, am besten gefallen mir die kupferfarbenen. Und Thorsten fragt gerade, ob die Würfel so schwer sind, wie sie klingen. Also ich, die sind halt nicht aus Plastik, die sind aus Metall. Um einmal Testgeeks Frage zu beantworten. Die liegen richtig schön schwer in der Hand. Kann ich hier einmal, na, das ist nicht irgendwelches Plastik, das euch so vom Tisch fliegt, sondern die liegen gut, die kann man gut bewegen. Ihr könnt damit schön würfeln. Großartig.
So. Dann schaue ich noch einmal, ob ihr noch weitere Fragen habt. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Daki möchte noch wissen, ob die uns immer gute Werte machen. Natürlich machen die euch grundsätzlich nur gute Werte. Deswegen müsst ihr aufpassen, dass auch nur ihr mit diesen Würfeln spielt und nicht eure Freunde, wenn ihr mit denen eine Runde D&D spielt. Jo. Also ich bin ganz begeistert. Ich finde die, ich finde die richtig, richtig toll. Und ja, das sind unsere vier verschiedenen Sets an Metallwürfeln für Pen and Paper Spiele. Ich wieder. Die muss ich nachher alle wieder eintüten, die Würfel. So, ich finde die mega geil. Die sind einfach, ich hole noch einmal ein. Die sehen einfach so edel aus. Gerade weil sie schwarz sind und dann eben noch mit dieser Umrandung. Ich gebe euch dafür noch einmal den Link. Bumm. Dann könnt ihr sie euch noch einmal anschauen, wenn ihr möchtet. Und ja, ich finde die super toll.